Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Der Star Club bedeutet immer Uhren von Zuschauern und heute habe ich drei Uhren eines Zuschauers und alle drei sind besondere Uhren mit einer besonderen Geschichte, einem besonderen Bezug zur Marke und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich freue mich sehr, dass ich sie euch zeigen darf und ohne das jetzt groß hinauszuzögern, gehen wir sofort rein und gucken uns diese tollen Uhren an. So, nach dem Intro sind wir jetzt tatsächlich in Medias Res und schauen uns die erste Uhr an. Jürgen ist bei mir und kann mir ein bisschen was zu den Uhren erzählen. Als erstes haben wir hier natürlich ein absolutes Sahnestück. Und ich muss sagen, die sieht aus, als wäre sie komplett neu und ungetragen. Und ehrlich gesagt habe ich das Modell so in aller Ruhe und so detailliert noch nie betrachten können. Was haben wir denn hier auf dem Tisch liegen? Es ist eine Burenchronomatik und in der Tat ist die ungetragen. Da hatte ich einfach Glück, muss man dazu sagen, dass ich die so erwerben konnte. Und das Tolle an der Uhr ist natürlich das Uhrenwerk. Das, glaube ich, das erste Automatik, der erste automatische Chronograph und stammt auch aus, glaube 1968 und wurde damals unter anderem von Heuer, Breitling und Buren entwickelt. Mechanisch, ne? Ist der Handaufzug ja. Kein Automatik? Nein, es ist eine Automatik. Es ist ein Automatikwerk. Wo ist denn der Rotor? Bin ich blind? Das ist ein Automatikwerk. Das war ja der Trick. Ist der erste, ist ein, ich glaube, das ist ein Mikro. Rotor, ja. Ja, ja, genau. Und das, jetzt wollen wir diese Technik mehr. Mitten im Werk drin. Aber es ist eine Automatik. Also das war ja die damalige großartige Entwicklung, dass man eine automatische Uhr hat, die als Chronograph funktioniert. Und das war das erste Uhrenwerk, das das quasi abbilden konnte. Okay, wir haben also hier eine Automatik, auch wenn der Rotor nicht unmittelbar sichtbar ist. Schön ist auf jeden Fall die Rückseite mit dem Schriftzug von Helmut Sinn. Kann man es sehen? Ich glaube, ja, so kann man es sehen. Richtig schön, gefällt mir unglaublich gut. Auch das Gehäuse von der Seite. Ein untypisches Guinan-Gehäuse und unglaublich reizvoll. Das wunderbar, passt, wackelt und hat Luft. Man muss dazu sagen, dass die Uhr mit einem Lederarmband im Original erschienen ist. Das NATO-Band ist nachgerüstet, aber auch original vom Guinan. Super. Und hat keine laufende Sekunde, ne? Ja, genau. Sind die Drücker verschraubt oder ist das... Ja, sind verschraubt. Hast du die standardmäßig immer aufgeschraubt? Oder was um ehrlich zu sein, ich habe die noch nie getragen. Okay. Ich hab die überhaupt noch nie getragen. Das ist einfach... Die werde ich sicherlich zukünftig tragen, aber momentan hat sich's noch nicht ergeben. Und aber das werde ich noch tun. Im Grunde genommen nutze ich die Funktion der Uhr in der Regel gar nicht, sondern es ist mehr eine Sache, die mir am Armgelenk gefällt. Ja. Und deswegen, ja. Mal kurz gucken, ob wir die Lünette hören können. Die kann man gut hören. Könnte mir vorstellen, dass nach diesem Video doch so manche Anfrage kommt, ob du die nicht verkaufen möchtest. Das kann sein. Ich habe sie sehr, sehr lange gesucht. Einfach, weil es noch eine Uhr war aus der Dynastie von Helmut Sinn. Auch eine der letzten, die er noch mitverkauft hat. Und deswegen ist es eine
tolle Erinnerung auch an ihn und einfach auch eine einzigartige Uhr, auch bezogen auf die Limitierung, die es ja nur 100 Mal gab. Das ist natürlich auch toll. Was mir aufgefallen ist, und das ist mir so in der Art noch bei wenigen Uhren aufgefallen, ich weiß nicht, ob es hier am indirekten Licht liegt, die ist ja so klar. Man sieht ja das Glas überhaupt nicht. Das ist, also wirklich, ich gehe noch mal ein bisschen näher an die Kamera ran. Also sie ist toll entspiegelt. Das ist das absolut der Knaller. Ne? Selbst wenn ich die Uhr ein bisschen bewege und hier ins Licht gehe, da muss ich schon wirklich brutal auf die Lampen draufleuchten, damit man das überhaupt sieht. Und sobald ich ein bisschen weggehe, verschwindet das komplett und das Glas ist absolut und vollkommen unsichtbar. Was ich klasse finde, ist die Form des Gehäuses mit den extrem runtergezogenen Hörnern, wodurch die doch erkennbare Höhe der Uhr ein bisschen kaschiert wird, weil die dann mit den Bändern etwas tiefer am Arm sitzt. Also sie ist schon hoch, glaube ich, mit 15 mm. Plus ist das schon eine Präsenz am Arm, die das ist nicht unscheinbar. Ist für ein Chrono aber gar nicht so ungewöhnlich. Nein, das stimmt. Und ich finde auch das Gehäuse sehr interessant gemacht. Also mir gefällt die Form, mir gefällt auch die grobe Rasterung, der grobe Griff der Lünette, der übrigens in keiner Weise scharfkantig ist. Also ich habe Uhren gehabt, wo die Riffelung der Lünette durchaus an eine Sägezahnung erinnert hat. Optisch sieht das hier ähnlich aus, aber es ist absolut weich und rund. Da muss man auch bei langärmeligen Hemden keine Bedenken haben, dass sich das irgendwie in den Stoff beißt. Ja, also Manschetten tun sich bei so Uhren immer ein bisschen schwer. Die darf man halt einfach nicht zu eng zumachen, gerade bei solchen Uhren. Aber wenn sie, aber es kratzt den Stoff nicht auf. Ich habe Uhren, wo dann tatsächlich der Stoff leidet, weil die Lünette so scharfkantig ist. Bestimmt. Wie lange hast du danach gesucht? Mindestens 3 Jahre. Ich habe nur nach einer einzigen Uhr vergleichbar lange gesucht. Also man hat natürlich die verschiedensten Kanäle benutzt, ne? Immer wieder geschaut und aber das ist wirklich was man das ist sicherlich Special Interest und nicht wirklich am Markt. Nein, also ich kenne aus dem Sammlerkreis ein, maximal zwei, die diese Uhr haben und die sind auch alle der Marke Guinan sehr zugetan. Aber so in freier Wildbahn sieht man sie doch relativ selten. Ja. Ist schon das, auch das Guinan-Logo auf der Krone. Sehr schön gemacht. Krone verschraubt übrigens, wie auch die Drücker. Dafür, dass wir jetzt ein Stoffband dran haben, finde ich die vergleichsweise schwer, was vielleicht daran liegt, dass ich gerade eine Titanuhr trage. Das bestimmt. Also das macht im... Also sie ist nicht so schwer wie meine schwerste, um ehrlich zu sein. Also das glaubt die. Darf ich dir mal einen Arm tun? Gerne. Gerne. Übrigens, das ist hier die Titanuhr, die ich gerade am Arm habe. Sieht wirklich gut aus. Macht sich gut an meinem Handgelenk. Absolut. Sieht richtig gut aus. Musst du nicht beantworten, kann ich rausschneiden. Was hast du bezahlt für die Uhr? Kann ich dir sagen, 3.000. Das ist, ist in Ordnung, weil ich glaube, für so ein Sammlerstück, vor allem je länger man danach sucht, umso höher wird die Bereitschaft. Ja, ich glaube, im Original ging sie damals auch für 3.000, glaube knapp drüber. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, weil ich meine, sie ging knapp über 3 und natürlich war das... war das eine Sache, die musste ich dann machen. Das war dann überhaupt, auch gerade mit dem Zustand war das ein Muss. Also ich mag natürlich diese etwas größere, ich mag per se gerne etwas größere Uhren, auch wenn die anderen beiden von Günther, die du noch vorstellen wirst, natürlich gänzlich andere Uhren sind, aber ich mag per se diese sportlichen Uhren mit der Außenlünette, der drehbaren. Und hier mit diesen drei, ich sag mal,
zwei Drückern auf der rechten und der genau. Krone auf der linken Seite. Es ist natürlich wirklich ein tolles Design, das aber auch für diese Uhr steht. Ne? Ja. Das muss man dazu sagen. Also diese versetzte Anordnung von Krone und Drückern ist schon sehr prägend für die Uhr. Und ich finde auch, dass je länger ich drauf gucke, desto mehr fällt mir dazu auch ein. Zum einen macht es die Uhr ausgewogener, zum anderen macht sie aber auch optisch größer, weil man halt die Gehäuseverlängerungen in Anführungsstrichen auf beiden Seiten hat. Ja, das stimmt. Und natürlich ist die, das hattest du ja auch schon gesagt, die Lünette mit der S-Wert, mit dieser gröberen Rasterung, wirklich, das gibt es auch nicht so wahnsinnig oft. Nee, ist oftmals sehr, sehr fein gegliedert. Gerade auch bei Tudor oder bei Rolex sind sie etwas größer, aber das ist sicherlich außergewöhnlich. Extrem gut greifbar, auch mit Handschuhen gut zu bedienen. Ja, das ist halt immer das mit den polierten Zeigern, je nach Licht. Ja. Verschwinden sie etwas. Dankenswerterweise sind die Zeiger ausreichend und großflächig mit Leuchtmasse belegt, sodass man die Zeiger auch gut erkennen kann, wenn der Metallteil verschwunden ist. Und sobald man ein kleines bisschen den Lichteinfall verändert, sieht man dann halt auch die ganzen Zeiger. Wenn aber gar kein Licht da ist wie hier, dann sind die Zeiger auch komplett weg. Aber trotzdem immer noch sehr gut ablesbar. Also eine Besonderheit gibt es noch, fällt mir dazu ein. Und zwar sind bei der Stoppsekunde und Minute die Zeiger rot gefasst und im Original sind die weiß. Und das ist eine Sonderanfertigung. Nochmal zu der limitierten Version. Okay. Ist das eine Sache gewesen, die auf Wunsch damals auch vom Herrn Sinn so angefertigt wurde. Also das heißt, das macht die Uhr sicherlich nochmal spezieller. Und wann ist die Uhr? Weißt du das auswendig? Im Verkauf bei Sinn gab sie die... bei Günner, sorry. Von Herrn Sinn gab es die, glaube ich, bis 2014. Relativ lange noch. Ja, aber die wurde ja nochmal aufgelegt, weil es einfach nochmal die Möglichkeit für den Herrn Sinn gab, diese Werke zu beziehen. Dann ohne die roten Sekundenzeiger. Ganz genau, mit weißen. Ja, also mit den weißen Zeigern und ich glaube, möglicherweise von 2012 ab an, sowas in dem Dreh. Außer den Zeigern, gibt es da noch einen Unterschied zwischen der limitierten Version und der nachträglich nochmal erweiterten? Nein, das weiß ich nicht. Okay. Kann ich sagen. Also ich weiß nur, dass aus dieser Generation Uhr von den 100 Stück es die eigentlich immer nur mit weißen Zeigern gab und diese hat allerdings rote und auf Nachfrage war das einfach gewünscht und wurde in dem Rahmen dann nochmal. Also von Herrn Sinn für die limitierte Edition gewünscht? Nee, die gibt es nur einmal in der Tat. Die wurde das ist ein Kundenwunsch. Ach, okay. Das ist ein Kundenwunsch. Und, alles klar. Und deswegen gibt es die nicht mal in einer limitierten Version. Die gibt es de facto nur so, außer ein anderer Kunde hat sich das auch so gewünscht. Dann gibt es die natürlich aus den 100 möglicherweise auch zwei oder dreimal. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir gefällt das mit den roten Sekundenzeigern deutlich besser. Toll ist natürlich auch, dass die jetzt auch das Armband matchen. Wobei das Armband sicherlich eine Geschmackssache ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die meisten, die sich das anschauen, die Uhr eigentlich mit einem anderen Armband sehen. Also ich finde, es passt, es ist stimmig. Ich selber bin nicht der Riesenfan von Stoffarmbändern, einfach weil mir das Gegengewicht zur Uhr fehlt. Aber optisch ist das absolut super stimmig. Also es ist viel Uhr für das Armband, das muss man schon sagen. Ich trage die nur gerne am Arm und deswegen. Richtig klasse. Und dann hast du noch zwei weitere Guinans, die ein bisschen aus der Reihe fallen. Ganz klassisch der Flying Officer mit der 24-Stunden-Anzeige. Den es auch so nicht mehr gibt, wenn ich das richtig in der Das stimmt, ja. Also zumindest momentan nicht. Also es gibt ihn noch mit einer 12-Stunden-Anzeige, genau. Handaufzug, das ist jetzt also keine Automatikuhr, sondern ein Handaufzugswerk, glaube das Baljus 7760. Ist wirklich eine schöne Uhr, muss aber dazu sagen, dass sie
beim Tragen auch speziell ist, weil man immer zweimal drauf gucken muss. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich dran gewöhnt. Verschiedenen Polyjot-Uhren und anderen mit 24 Stunden Anzeigen versucht und bin grandios gescheitert. Ja. Also es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sie eine ganze Weile am Arm hat. Passt das auch, aber am Anfang ist es immer nur Umstellung. Die ist auch ein bisschen kleiner als die hier, ne? Ja, das ist, ich glaube, 39. 39 oder 38, ja. Genau, 39 mm Gehäuse. Ist schon wirklich sehr elegant. Brücke ist auch Guinan gelabelt, 10 bar wasserdicht. Genau. Aber auch die nehme ich nicht mit ins Wasser. Und da hätte ich jetzt bei der Uhr tatsächlich keine Bedenken. Aber die trägst du auch? Die trage ich, ja. Ich trage per se, bis auf die Buren habe ich, trage ich alle und habe auch alle schon getragen. Und das mache ich in einem Wechsel, je nachdem, was, was ich mache, für was oder wie ich mich fühle. Ja. Und die hat ein Saphirglas, ne? Genau. Und hier mal ein bisschen Plexiglas, habe ich genau, gerade gesehen. Acrylglas, genau. Das ist, hat das gleiche Laufwerk, ist auch ein Handaufzugschronograph. Ja, mit einem kleineren Gehäuse allerdings. Ich glaube, das Gehäuse hat nur 37 mm bei der 351 und die habe ich noch persönlich von Herrn Sinn gekauft. Da habe ich, das war einer der letzten Tage, bevor Günor dann damals mit dem Herrn Hassler die Unternehmung eingestellt hat und da gab es noch die Möglichkeit, im Werk noch diverse Uhren zu beziehen und auf Nachfrage hin, ob Herr Sinn noch mal reinkommen könnte, hat er das auch gemacht. Und da habe ich die Uhr an dem Tag auch noch mal signiert bekommen. Aber ich habe mich vor allen Dingen mit ihm noch mal getroffen und mich mit ihm unterhalten. Und das ist natürlich eine tolle Erinnerung. Das ist etwas, was ich leider nie geschafft habe. Ich habe ihn leider nie selber getroffen. Also sicherlich eine ganz außergewöhnliche Person. Vor allen Dingen auch, also Unternehmer durch und durch und absolut unverliebt. Wenn du jetzt die drei so nebeneinander legst, was wäre für dich die alltagstauglichste, wo du sagst, die ist im Alltag am leichtesten zu tragen, am besten abzulesen, am unbedenklichsten zu tragen? Also ich kann dir sagen, welche ich am unbedenklichsten trage und das ist natürlich die 351, die kleine, die im Grunde genommen auch für mich die größte Verbindung zum Herrn Sinn hat und auch zu Günor. Deswegen ist das sicherlich die Uhr, die ich am meisten trage. Ich glaube, die Buren, die wird sicherlich auch oft getragen werden jetzt in Zukunft. Und es gibt ja noch ein paar andere Uhren, die ich auch gerne trage. Und so ist es immer eine Sache im Wechsel. Ich würde sagen, die einzige, die hier heraussticht, ist der Flying Officer, der wirklich gewöhnungsbedürftig ist. Und den ich deswegen auch am wenigsten oft trage. Das muss ich dazu sagen. Ich glaube, die 24-Stunden-Anzeige ist ähnlich wie eine Einzeigeruhr. Man muss sie eine gewisse Zeit am Stück tragen. Genau. Und dann ist es aber auch problemlos. Genau, genau so ist es auch. Und es ist ja nicht problemlos zu lesen. Es ist nur, wenn man direkt unmittelbar drauf schaut, ist es, weil man sich ja an die 12-Stunden-Anzeige sehr gewöhnt hat. Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich die Uhren, die ich am häufigsten tragen würde. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, ich bin begeistert. Ich freue mich total, dass ich die sehen und filmen durfte. Und freue mich jetzt in gewisser Weise noch mehr, weil, wie du ja weißt, geht es dann heute Nachmittag zu Guinan. Mal gucken, was ich da filmen kann. Und das macht den Tag quasi für mich zu einem Guinan-Special. Möchtest du noch irgendwas sagen, was ich nicht gefragt habe? Also im Grunde genommen geht es mir bei den Uhren immer um die Geschichte. Das war einmal die regionale Nähe, ja, das ist, weil ich auch doch länger im Ausland gelebt habe, fand ich das immer eine tolle Sache, deswegen ging das ja mit der Uhrenleidenschaft auch los. Also es gibt auch die eine oder andere Sinnuhr, die ich besitze,
Aber das sind, muss ich dazu sagen, gerade auch mit der Verbindung zu Herrn Sinn, meine absoluten Highlights. Klasse, drei wunderschöne Uhren. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn das Video dann live geht. Ich hoffe, euch hat das genauso fasziniert wie mich. Ich fand es super, die Geschichten zu den Uhren, die Uhren und natürlich auch den Zustand der Burin. Das ist ein absoluter Knaller. Sowas bekommt man wirklich nicht oft zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Gelegenheit hatte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und bleibt mir gewogen, freut euch auf meine nächsten Videos und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dahin, tschüss, euer Axel.